Hallo, moin moin, herzlich willkommen. Auf dem Spaziergang am letzten Tag des Jahres nach dem antichristlichen Kalender von Papst Gregorius aus 1582, 2017. Jeder, der die Bibel studiert und sich ein bisschen an die Bibel hält, der weiß, dass das neue Jahr nicht mitten im Winter am 1. Januar anfängt. Ein Monat, der genannt ist nach Janus, dem doppelgesichtigen Gott in Rom, sondern dass das Jahr anfängt zum April, Ende März, Anfang April, so wie es in der Bibel beschrieben steht. Der erste Monat des Jahres ist Abib, steht in der Bibel, und das ist das, was wir heute April nennen. Und das hat dann ja auch damit zu tun mit dem Passover-Fest, das in Ägypten initiiert wurde und das ein Schatten war dessen, was passieren würde, wenn Jesus Christus sein Ministerium des Königreiches Gottes auf dieser Welt hier verkündet, niedergeschrieben in den Aposteln oder besser gesagt in den Evangelien von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Wind ist, ob er mich überhaupt versteht, aber es ist im Grunde ein wunderbarer Tag heute. Knapp gefühlte zwischen 12 und 15 Grad. Ich schwitze mir hier einen ab. Nur im T-Shirt und einer leichten Jacke. Trotzdem ist das sehr, sehr warm. Aber ja, so verkaufen sie euch vielleicht die globale Erwärmung auch dem letzten Zweifler noch. Obwohl es tausende von Wissenschaftlern, renommierten Wissenschaftlern gibt, die sagen, das ist alles eine Lüge und Erfindung. Und die Bibel sagt sowieso, dass das das Werk des Antichristen ist. Aber ja, darüber vielleicht ein anderes Mal mehr. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier sein kann. Und ich habe diese Woche meinen neuen Computer bekommen. Und ich verfluche den Tag, dem ich ihn bekommen habe. Wir wollten gerne die Disk von dem alten Computer in den neuen setzen und dann startet der neue nicht auf, weil da ein paar Fehler drauf sind, dann will er das nicht, und jetzt funktioniert auf meinem neuen weder mein Mail-Programm, ich kann keine E-Mails empfangen und schreiben, und mein Movie Maker Programm, Windows Movie Maker, läuft da auch nicht drauf. Das hängt alles zusammen mit Windows Essentials. Und wenn man probiert, Windows 2010, also Windows 10 zu umgehen, das probiere ich ja mit allen Mitteln. Ich habe Windows 7 auf dem neuen Computer, der sonst ganz hübsch und ordentlich ist und ordentlich arbeitet. Mit 4 Kern und 8 GB RAM und was weiß ich nicht alles. Ich kenne da nichts von, aber der ist soweit so schön. Nur, was bin ich mit dem Computer, wenn ich keine Videos produzieren kann und keine E-Mails empfangen kann? Das Problem wird nächste Woche hoffentlich endlich gelöst. Zur Not kann er von mir aus die ganze Hardscheibe nochmal formatieren und dann meine Daten da wieder draufsetzen. Also da muss der Typ sehen, wie er damit fertig wird. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an die verschiedenen Leute. Christian und Michael und wen ich jetzt vergesse, tut mir leid, die alle mich unterstützt haben im letzten Jahr, auch finanziell und mit materiellen Mitteln, dass ich meine Arbeit auf Joggler 66 fortsetzen konnte. Hier nochmal ein Bild von Lena, ne? Die fühlt sich auch sauwohl in diesem Wetter. Habt ihr wohl schon gesehen? Ja, das ist nichts Herrlicheres als so ein schöner Spaziergang. Naja, ich wollte eigentlich gar kein langes Video machen, nur mal eben kurz guten Tag sagen. Und mich bedanken für die Unterstützung, mich auch bedanken für die Kritik. Das gibt ja manchmal Anlass, auf irgendwelche Kommentare zu antworten. Das Problem ist nur, ich habe bis jetzt noch keinen gehabt, der mich zwischen Anführungsstrichen kritisiert hat, mit einer biblisch fundierten Kritik, und den, wenn ich ihn dann auf die Bibel hingewiesen habe, dass er angenommen hat. Also ich komme immer wieder an dieselben Spötter, sowohl Englisch als auch Deutsch. Von daher werde ich in der Zukunft ab 2018 sehr vorsichtig sein, auf welche Kommentare ich überhaupt noch reagiere, und werde die meisten wohl liegen lassen. Es ist nicht so, dass ich immer nur schulterklopfende Kommentare wertschätze oder so. Versteht mich da nicht verkehrt. Ich bin sehr empfänglich für Kritik. Aber wenn die Kritik nicht auf der Bibel basiert ist, nicht auf der Wahrheit basiert ist und mir nicht zeigt, wo ich biblisch verkehrt bin, sondern das immer nur von irgendwelchen Leuten kommt, die auf irgendwelchen Webseiten oder
irgendwelchen masonischen, also freimaurerischen und sonstigen Büchern irgendwelche Dinge rauslesen und das für die Wahrheit nehmen und mir unter die Nase halten und sagen, das ist Wahrheit. Entschuldigung. Da bin ich nicht mit einverstanden. Ich habe vor 14 Tagen ein Community, also ein Strike von YouTube bekommen, wegen Verletzung der Gemeinschaftsrichtlinien oder wie das auf Deutsch heißt, weil das erste Kapitel des Buches Behind the Dictators, Jesuits, Jews and Freemasons anscheinend anstoßgebend für einige Leute ist. Und das hat mir dann nochmal gezeigt, wie dicht wir an der wirklichen Inquisition sind. Wie ihr aus meiner kommenden Buchlesung die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear bemerken werdet, war es in der Inquisition so, dass man seinen Ankläger nicht kannte und dass man auch den Punkt den Anklagepunkt selbst nicht kannte eigentlich. Und genauso verhält sich das mit den YouTube-Community oder Gemeinschaftsrichtlinien. Ich weiß nicht, wer das Video geflaggt hat, aus welchem Grund er es geflaggt hat. Also wie in der Inquisition. Ich kriege eine Strafe, ohne mich verteidigen zu können. Die sagen, ja, du kannst natürlich hier dagegen Protest einlegen. Ja, da kannst du noch nicht mal 100 Zeichen schreiben. Ich habe da einen ganzen Brief geschrieben und dann ist eingeklebt und dann erschien da mal gerade eben der erste Satz. Ja, wie soll ich mich denn mit 100 Wörtern oder so gerade mal verteidigen können, wenn ich noch nicht mal weiß, wessen ich mich zu verteidigen habe. 3 solche Strikes und der Kanal ist futschi. Ja, dann muss ich halt nochmal von vorne anfangen. Deswegen kann ich nur sagen, merkt euch den Namen Kanal 66, merkt euch den Namen Hour of the Truth und abonniert euch auch auf meine anderen 2 Kanäle, Jogless War und Disinfo und Jörg Glissmann, die ich hier auch am Ende mit reinblende. Weil wenn mein erster Kanal irgendwann mal richtig futschi ist, dann werde ich mich nur noch mit den anderen Kanälen beschäftigen und vielleicht auch einen neuen starten, wieder mit dem Namen Hour of the Truth. Also, dass ihr mich, wenn ihr mich verfolgen wollt, auf die Art und Weise folgen könnt, dafür rate ich an, dass ihr dann die anderen Kanäle im Auge behaltet, weil ich weiß nicht, was der YouTube-Gemeinschaft auf einmal einfällt, wo ich ungepasste Videos mache. Ich weiß auch nicht, was ungepasst ist an dem Video Jesuits, Jews and Freemasons, das erste Kapitel Behind the Dictators. Tja, ich bin auf jeden Fall kein Antisemit, wie man das so nennt. Antisemit ist auch eine Antichristenbezeichnung. Also ich habe nichts gegen die Juden. Ich lebe nach Römer 11, die Juden zur Eifersucht erwecken, sofern wie möglich. Weil wir haben unsere Erlösung den Juden zu verdanken. Ohne dass sie damals die Erlösung nicht von sich gewiesen hätten, würden wir als Heiden sie heute überhaupt nicht haben. Hier gibt es einige Leute, die sagen von, ja, Heiden haben überhaupt keinen Messias zu erwarten. Ja, warum denn nicht? Als Adam und Eva in die Sünde gegangen sind, da gab es noch keine Juden, da gab es noch keine Israeliten. Das heißt, der Erlösungsplan Gottes aus Genesis 3, Vers 15 ist für die gesamte Menschheit und nicht nur für die Juden oder Israeliten oder wie auch immer. Man muss halt die Bibel richtig lesen, um sie richtig zu verstehen. Und das ist den meisten Leuten leider nicht gegeben. Von daher, na wie gesagt, ich wollte, wie gesagt, gar nicht so ein langes Video machen. Nur mal ein bisschen spazieren gehen, aber ja, Lena kommt ja schon wieder mit so einem Stock an, seht ihr das hier? Ja. Da muss ich den jetzt, dann mache ich mir natürlich gleich wieder die Pfoten schmutzig. Typisch. Man muss ja jetzt irgendwie probieren, ihn abzukriegen. Ja. Auch wenn ich mit links schmeiße, dann schmeiße ich auch wie eine Frau. wie Mädchen, sagt man doch. Aber guck, die holt sich den da trotzdem raus. Naja, ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt, weil es ist furchtbar windig, wo ich kein Problem mit habe. Es ist nur schade, dass ich die Kamera nicht mehr habe. Ja, was willst du jetzt? Willst du ihn kaputt machen oder soll ich ihn werfen? Ja? Dann such ihn mal. Ups. Nicht so weit. Auch mit rechts schmeiße ich wie ein Mädchen hier im Augenblick. Naja, genießt noch mal ein bisschen von den Aufnahmen hier von dem Hund. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder, wenn ich den Rest von die verborgene Geschichte der Jesuiten hochlade und die Geschichte der Inquisition im Mittelalter. Von Griesinger, das Buch über die Jesuiten. Aber wie gesagt, da lade ich einen Teil von auf meinem zweiten Kanal hoch, weil nur mit einem Kanal komme ich nicht hin. Ich habe viel zu viel Arbeit.
die ich auf YouTube veröffentlichen muss. Sonst müsste ich jeden Tag ein neues Video machen. Und das ist eindeutig zu viel. Dann kriegen die Leute gar nicht mehr die Gelegenheit, sich das anzuschauen und das zu studieren und den Kopf zu behalten. So, und jetzt werde ich mich da unten in den Matsch begeben, wie der Fahrradfahrer auch gerade ganz vorsichtig probiert, da vorbeizukommen, ohne sich nass zu machen oder allzu schmutzig zu machen. Das ist hier alles total aufgeweicht, hat tagelang geregnet. Und ja, ich glaube, hier ist auch noch einer mit einer Landmaschine, irgendwie mit einem Trecker oder sowas durchgefahren, hat alles aufgewühlt und schmutzig gemacht. Und ja, da hinten seht ihr ja die ganzen Pfützen. Deswegen ist meine Mutter auch da mit mich bei, weil da hätten wir mit dem Rollstuhl durchschwimmen können. Da kann man ja nicht gehen. Mal gucken, wie ich da einigermaßen sauber durchkomme. Der Hund, ja scheißegal, ne? Kann man zu Hause mit dem Tuch abwischen, ne? Aber die amüsiert sich natürlich. Matsch und Pfützen, da ist mein Hund in seinem Element. Das ist ja ey, wie ein Tuchladen, wenn du hier reingehst. Das ist ja, ich muss mir wirklich was weg suchen, wo man hier überhaupt noch ein bisschen gehen kann. Das ist ja grausam. Mit meinen normalen Schuhen hier versinke ich ja auch im Matsch. Das ist wie durch Tuchladen laufen hier. Furchtbar, zieht einfach die Schuhe aus. Naja. Wenn man weniger Videos produziert, dann kann man halt mehr draußen spazieren gehen, ne? Ja, auch was. Ja, und Lena natürlich durch die Pfütze, das ist logisch, ne? Das muss. Gut, also bis hierhin soweit. Vielen Dank, dass ihr mir die Treue haltet auf meinem Kanal und vor allen Dingen, dass ihr die Arbeit des Heiligen Geistes durch mich zu schätzen wisst, weil das bin nicht ich. Ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus Christus, der mir die Dinge eingibt, kann ich gar nichts. Überhaupt nichts. Ich bin sein Medium und das finde ich auch gut so. Es geht nicht um den Menschen, es geht um die Botschaft. Und ich hoffe, dass er mich noch lange gebraucht, um euch die Wahrheit und solche Dinge alles näher zu bringen. Aber wie gesagt, denkt an meine anderen beiden Kanäle. Wie lange ich diesen noch behalten kann, weiß ich nicht, weil wenn die jetzt anfangen, da willkürlich irgendwelche Gemeinschaftsverletzungsanklagen zu erheben, dann ist der Kanal in kürzester Zeit gesperrt. Der Antichrist mag eben die Wahrheit nicht. So, jetzt lege ich mich hier beinahe noch auf den Arsch. Gut, soweit bis heute das kleine Video und dann bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, und Lena, die hier durch das Gras hoppelt, sagen Tschüss.